wir sind in einer angenehmen Nachbarschaft. Sieht schön aus. Okay, merken wir uns, beziehungsweise, ja doch, wir müssen uns merken. Ich habe ihm gerade leider nicht die Bojen mit dabei, zu markieren. Hier zum Beispiel, das sieht zu tief aus. Dieses Plateau sieht genial aus. Es gibt im Übrigen auch was Neues zu sammeln, nämlich Uranium. Nur mal so am Rande. Wow! Ein mega geiler Krater. Der ist neu. Oder? Warning. Maximum depth reached. All damage imminent. Okay. Tiefer als das können wir mit dem gar nicht mehr. Wir brauchen Upgrades. Wir brauchen jede Menge Upgrades. Das sieht cool aus, was sie jetzt hier wieder dran verändert haben. Gott, wie lange geht dieser Smiley denn noch runter? Könntet ihr den mal wegspammen? Ich würde ganz gerne den Chat wieder vernünftig lesen können. Das ist auf jeden Fall ein Areal, in dem ich persönlich noch nicht war. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, hier mal jemals gewesen zu sein. Oder aber ich war hier schon und das ist eins der veränderten Areale. Die sie nochmal überarbeitet haben. Es ist auf jeden Fall mega geil. Also ich denke mal, es ist dunkel, es ist Nacht. Weil es ist auch ziemlich flach. Wow. Oh mein Gott! Diese schwimmenden Inseln sind awesome! Krass! Wie geil! Das Problem sind aber diese Hüppel, die sie da drauf haben. Da gibt es auf jeden Fall was zu sammeln. Das will ich mir jetzt mal mehr an... Oh, hi. Mal angucken, was es hier gibt. Quarz? Oh ja, hier gibt es jede... Diamant! Ich habe einen fucking Diamanten gesammelt! Diamant! Nice one! Oh Gott, gibt es hier viel. Hey, ist das geil? Guckt euch das an. Vor allem Quarz gibt es jede Menge. Das heißt, hier können wir Glas finden. Jederzeit immer Glas. Wir hauen uns mal den Sackfisch rein. Verdammt, der war verwest. Na egal. Alter, ich liebe diese Inseln jetzt schon. Hä? Ich wollte gerade sagen, was ist mit dem kaputt? Aber da hat die Textur nur gefehlt. Mega genial. Mega genial. Ja, wenn diese Viecher da nicht wären, dann würde ich hier sogar meine Basis aufbauen. Alter! Caution. Passing safe depth. Ist das geil oder was? Hi Sanji. Ey, der Oberhammer. Der Oberhammer. Maximum depth reached. Ja. Ich versuche ja schon in der Tiefe zu bleiben, wie du es willst. Das hört gar nicht auf mit den Inseln hier. Wow. Hey, pass mal auf, ja, hier rechts vor links und so. Und da ist die Welt zu Ende. Pup, Welt zu Ende, Wand. Gut, am Ende der Welt würde ich jetzt nicht unbedingt meine Basis aufschlagen wollen. Ja, hier hinten ist Feierabend, da ist noch nicht weiter gemappt. Da sind die Inseln, okay. Also entweder wir bauen es jetzt hier oder da hinten. Und ich bin mir eben gerade... Ich will am liebsten zwei Basen haben. What? Warning. Maximum depth reached. All damage imminent. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Als würde hier ein Teil fehlen oder als wäre das so abgesagt. Guckt euch das mal an, wie viele Steine da noch da drumherum.
unterwegs sind. Ja, die andere Frage ist, in welcher Tiefe baue ich die Basis, weil die ja auch Höhlenschaden bekommen kann, wenn die Höhlenkapazität zu gering ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier so in dieser Höhe bleiben. In dieser Höhe. Steigt mal bitte auf. Die haben die Sichtweite erhöht. Guckt euch das mal... Da spielt man mal ein paar Tage nicht, ne? Und die verändern das gesamte Spielerlebnis einfach mal so, weil sie es können. Diese kleinen Sackfische. Das ist mir zu klein. Die Insel ist zu klein. Die ist fast perfekt. Sie müsste nur gerade sein. Die Insel ist... Ja, die Insel wird jetzt genommen. Komm, die wird jetzt gekauft. Gekauft. Gekauft wie gesehen. Jo. Nee, so. Dann müssen wir uns hier das Gelände ein bisschen anpassen. Ich hoffe, wir kriegen das auch so hin, wie ich das ganz gerne hätte. Nicht, dass wir gleich dann hier irgendwie Löcher drin haben oder so ein Mist. Ich glaube, es wäre schon fast sinnvoll, sich eher von Anfang an einen ebenen Untergrund zu suchen, anstatt das nochmal nachträglich zu bearbeiten. Jetzt ist das Quarz da in der Luft. Ah. So. So, dann wollen wir mal gucken, falsch, richtig, Fundament. Okay. Gut, wir können hier auf jeden Fall ein Fundament errichten, das ist schon mal sehr, sehr schön. Lol. Okay, WTF. Bevor ich jetzt hier anfange zu basteln. Oder mache ich das jetzt? Oh Mann, ich bin gerade echt, ich bin hin und her gerissen. Ich bin absolut hin und her gerissen, weil auf der einen Seite will ich hier die Basis haben, auf der anderen Seite denke ich mir, es wäre aber auch geil, das bei den anderen Dingen zu haben. Bei diesen Korallenteilen. Mann, was soll ich denn machen? Leute, sagt es mir, wie hättet ihr es gerne? Oh, wir haben erstmal Wasser zurückbekommen, weil wir in unseren Anzug gepinkelt haben. Das ist sehr schön. Ich meine, es wäre schon geil hier, aber mit diesen Teller-Dingen, da können wir halt eben Basen bauen, die über mehrere Etagen gehen. Hier wäre das alles nur flach. Und ich glaube fast Basen über mehrere Etagen, das wäre so... Wow! Gleichzeitig denke ich mir so, ja, aber vielleicht sollte man erstmal gerade anfangen. Oder wir bauen wirklich zwei Basen. Ach komm, scheiß drauf, wir machen jetzt hier das Fundament. Wir legen hier das Fundament für unsere Basis. Bom. Jetzt die Frage, wie bauen wir die Fundamente da aneinander? Ich glaube, wir sollten einfach hingehen und erstmal bauen. Weil dann können wir es ja jederzeit wieder abreißen. Ah, jetzt. Jetzt ist es alles eben. So. Bleibst du jetzt wohl da in der Nähe? Dankeschön. Mich würde ja schon interessieren, das mit dem Solarmodul. Wo kann ich die draufbauen? Och, sehr süß. Och, sind die süß. Okay, wir bauen mal hier eins hin. Das ist ja knuffig. Das ist ja ein knuffiges Modul.
Hier brauchen wir einen normalen Ko. Ach du Scheiße. Ach stimmt, ja, die. Ja, stimmt, das war ja 4 Platten breit. dann will ich hier. Nee, warte mal. Ach, das ist ja dann auch nicht mittig, das ist ja auch wieder doof. Das hat doch doof Ohren. Hier will ich einen L-Korridor hin haben. In diese Richtung, genau. Ja. Yay! Unsere Basis mit Gestaltern. Wir haben keinen Titan mehr. Was war das gerade im Übrigen für ein Geräusch? Ist da was kaputt gegangen? Nee, oder? Mach keinen Mist. Hier darf nichts kaputt gehen. Nicht während ich dran rumbastel. Quarz! Yay! Ah, den Diamanten brauchen wir doch für das Messer, ne? Egal, wir bereiten jetzt erstmal hier weiter vor. So. Das würde ich ganz gerne haben wollen. Dann ein T-Korridor. Hier ebenfalls ein T-Korridor. Und hier... Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Yep. Ist okay. Wir holen uns mal kurz erstmal Sauerstoff. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt funktioniert mit der Energie, weil früher, wie gesagt, Generator. Jetzt Solarpanel. Und ich weiß nicht, wo ich die Solarpanel hinsetzen soll dafür, dass die dann auch arbeiten. Oh, dauert das lange, bis wir wieder genug Energie haben. Genug Oxygen. Das sollte reichen. So. 3. Dann haben wir das als Grundlage. Ich will auf jeden Fall... Also wir brauchen hier irgendwo einen Eingang. Und hier soll Glas hin. Ich will in diese Richtung... Obwohl, das ist ja langweilig. Na egal, ich will in diese Richtung schauen können. So. Das heißt, wir brauchen noch mehr Fundamente. Bei weitem mehr Fundamente. Wird ja nur eine ganz kleine, riesengroße Basis. So. Das wäre ja eigentlich... Cool, wenn wir hier drüber einen Eingang machen würden, oder? Ja. Ja, einen Eingang direkt darüber fände ich cool. So. Hier kommt ein normaler Korridor. Ach, scheiße, der kann ja nur auf gebauten Sachen. Wie funktioniert denn das mit der Leiter? Die kann ich, glaube ich, nur von innen setzen, ne? Ja, ich glaube schon. Gut, wir müssen erstmal weiter Titan sammeln. Dafür lassen wir dich hier. Oder? Nee. Das wäre Schwachsinn. Das wäre schwachsinnig. Außerdem will ich mir mein Diamantenmesser machen. Also, auf Richtung Submarine! Richtung Deviant war es, glaube ich, gewesen. Und dann, bringen wir das direkt auch hier rüber. Ja. Wir fahren unser Submarine hier... Oh, Titan, Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Wo kommst du denn her? So. Das Schöne ist, dass wir da auch direkt eine Quarzader haben. Also auf dieser ganzen kleinen Insel. Und wir haben hier um die Ecke was zu essen, was wir noch brauchen. Ja, ja, geh du ruhig kaputt. Ist okay. Da jetzt ja die Sachen schlecht werden können, müssen wir immer wieder neu farmen. Früher konnte man sich das ja einfach so... Tup, ne? Und dann hatte man immer genug. Eigentlich können wir uns nur noch von diesen Ranken ernähren. Weil Wasser kriegen wir immer wieder. So, dann gucken wir mal, ob wir zwischendurch nochmal... Ja, da ist es ja, ist es ja. Sie wollen auch gefixt haben, dass man nicht mehr random irgendwie rausteleportiert wird beim Aussteigen. Das Gefühl habe ich zwar immer noch, aber okay. Ach, wir sind schon da. Ist ja direkt in der Nachbarschaft hier. Ist ja direkt um die Ecke. So. Was mich halt eben ein bisschen aufregt, ist, dass wir hier unsere Aufrüstung nicht mehr haben. Wir hatten da vier Teile... Ne, drei Teile, oder? Drei oder zwei? Zwei bis drei Teile auf jeden Fall drin. Egal. So, das Messer. Die Diamantenklinge. Attacke. Tauchermesser, Diamantenklinge. Warte mal,
1. So. Wow, wie schön sie glitzert. Wie schön sie glitzert. Warte mal, so hier zum Vergleich. Das ist das normale Tauchermesser. Ja, voll lame. Ja doch, eigentlich auch schon.